Da sie aber ein Klickmagnet sind, werden sie auch weiterhin in Shows eingeladen, um Klicks abzugreifen. Ich bin gespannt, ob die beiden Jungs wie 6ix9ine das Internet nutzen können, um relevant zu bleiben. Oh Mann. Als ich vor 1,5 Jahren diesen Satz ausgesprochen habe, hätte ich niemals gedacht, dass die Island Boys wirklich alle Grenzen überschreiten würden, um irgendwie relevant zu bleiben. Ich habe echt lange darüber nachgedacht, ob ich überhaupt darüber berichten soll. Denn die ganze Island Boys Thematik ist mittlerweile einfach nur widerlich geworden. Und eigentlich müsste man die beiden einfach nur boykottieren. Ich finde aber irgendwie dennoch wichtig zu zeigen, wie weit manche Rapper gehen, um weiterhin im Internet relevant zu bleiben. Und ich glaube, die Island Boys wird keiner mehr toppen können. Die meisten von euch kennen ja bereits mein Video über die Island Boys. Aber nun nochmal zum Verständnis. Die Island Boys sind Zwillinge, die rappen und durch TikTok viral gegangen sind. Hauptsächlich wegen ihren komischen Frisuren, ihren Outfits und ihres peinlichen Humors. Doch wie ich es schon bereits im letzten Jahr prophezeit habe, wurden die beiden Rapper von Monat zu Monat uninteressanter, sodass sie immer verrücktere Dinge taten, um weiterhin im Gespräch zu bleiben. Ein TikTok-User hat beispielsweise eine Animation erstellt, in der die Island Boys singend auf der Insel von Jeffrey Epstein zu sehen waren. Hey, I'm just Island Boy, Epstein Island Boy. I used to get in my ball. Also dachten sich die beiden, es wäre eine coole Idee, die Mittäterin von Jeffrey Epstein namens Ghislaine Maxwell und Jeffrey Epstein selbst über TikTok zu grüßen. Hi Ghislaine Maxwell, Jeffrey wants to thank you for all your help on the island. Please keep it quiet. Jeff is an island boy. Um indirekt Gerüchte zu streuen, dass sie als Kind auf der Insel von Epstein waren. Wenig später tauchte auch ein Bild von Epstein und zwei Jungs auf, die beide den Island Boys sehr ähnlich sahen. Und das Bild kursierte natürlich wieder sofort im gesamten Internet. Auch wenn die beiden öffentlich bekannt gaben, dass alles nur ein Spaß war und sie nie etwas mit Epstein zu tun hatten. A lot of people think that we have something to do with Jeffrey Epstein. What do you think about that? Bro, I know nothing about Jeff Epstein, I promise you. Behaupten viele bis heute, dass die beiden Jungs auf dem Bild die Island Boys sind und sie nur nicht darüber sprechen dürfen. Aber wenn man genau sucht, findet man heraus, dass das Bild von einer künstlichen Intelligenz generiert wurde und erstmals von einem Instagram-User namens AI Artist King gepostet wurde. Also kann man offiziell sagen, dass dieses Bild gefälscht ist. Doch durch solche Fake News konnten die beiden noch einige Monate relevant bleiben, bis die Klicks auf ihren sozialen Medien immer weniger wurden und sie langsam in Vergessenheit gerieten. Zusätzlich wurden die Island Boys auch noch von ihren Ex-Manager verklagt, wodurch sie fast ihr gesamtes Vermögen verloren haben. Deswegen haben sich die beiden Zwillinge bei einer neuen App angemeldet, um an Geld zu kommen. Ich kann den Namen der App hier leider nicht nennen, also nennen wir sie einfach mal OF. Ich denke, jeder von euch weiß ganz genau, was ich meine. Das hört sich erstmal nicht so schlimm an und man könnte denken, dass die beiden Brüder vielleicht irgendwelchen Content mit Frauen erstellen. Doch die eineiigen Zwillinge, ja, wie soll ich es sagen? Ich glaube, ein Song kann den Content der beiden perfekt beschreiben. Ja, genau. Euer erster Gedanke ist genau richtig. Die Zwillinge posten dort Videos und Fotos, wie sie miteinander rummachen. Ich zeige euch hier nur ein halbes Bild, weil ich nach diesem Bild nicht mehr weiter suchen wollte und ich euch nicht traumatisieren möchte. Wenn ihr die verstörenden Bilder sehen wollt, müsst ihr einfach nur googeln. Doch ich warne euch, denn laut den YouTubern, die anscheinend alle Bilder angeschaut haben, kann man auf einigen Bildern Dinge sehen, die ich hier nicht einmal aussprechen kann. Sagen wir mal so. Neben mehreren Videos, in denen sie sich küssen, haben sie beispielsweise mit ihrem besten Stück einen Schwertkampf gemacht oder Videos gepostet, in denen sie Sahne gegessen haben. Also freundlicher kann ich diese Taten nicht beschreiben. Doch es wird noch ekelerregender. Denn der Manager der Island Boys hat bei No Jumpers im Interview erzählt, dass er die beiden Zwillinge sogar beim Akt erwischt hat. I was in the house living with them like full time. I was like their daddy. I was like knocking on the door. Nah, bro, like you can't open the door. So I opened the door with a credit card. I got in the room and they was in the bathroom, bro. I opened the door, bro, like both their pants are down. Einfach nur widerlich. Und außerdem in übertrieben vielen Ländern illegal. Auch bei uns in Deutschland ist diese Tat nach Paragraph 173 des Strafgesetzbuches verboten. Das Schlimmste an dem Ganzen ist, dass einige, sagen wir mal, Sweet Home Alabama Bilder über 15.000 Likes auf Twitter haben und sie bei OF mittlerweile eine große Followerschaft haben. Ich frage mich ehrlich, wer überhaupt dafür bezahlt. Doch dadurch werden die beiden nur noch mehr bestärkt, weiterzumachen. Sie werden sogar weiterhin zu Interviews eingeladen, anstatt boykottiert zu werden.
Aiden Ross, einer der bekanntesten Streamer der Welt, hat die Island Boys zum Beispiel in seinen Livestream eingeladen, wo es dann komplett eskalierte. Die beiden Zwillinge küssten sich live, droppten einfach so die N-Bombe und nach einiger Zeit fingen Aiden und die Island Boys an zu streiten und beleidigten sich gegenseitig, bis einer der Island Boys einfach sein Ding im Livestream vor tausenden Zuschauern, darunter natürlich auch Kinder, einfach so gezeigt hat, ohne Schamgefühl. Mittlerweile haben die Zwillinge öffentlich eingeräumt, dass sie süchtig nach Xanax-Pillen sind. My brother asks me to get him Xanax pills all the time, because he likes downers. He asks me to get Xanax pills all the time. Was ihr Verhalten vielleicht ein wenig erklären könnte. Denn auch im echten Leben haben sie für Schlagzeilen gesorgt und gezeigt, dass sie einfach nur ekelhafte Menschen sind. You profiling me! Oh my dead dad, you profiling me! Vor einigen Monaten wurde erneut einer der Island Boys verhaftet, weil er wieder mal seine Freundin geschlagen haben soll. Diese Tat wurde sogar in einem Livestream von seiner Freundin bestätigt. I can't believe you beat me today. Why would you do that to me? Aber vor Gericht machte die Freundin keine Aussage, sodass die Anklage wieder feingelassen wurde. Es tauchen auch immer mehr Videos auf, in denen man sieht, dass die Island Boys sehr oft in Streitereien verwickelt wurden. Und jedes dieser Videos ist einfach nur pure Comedy. Am besten ist das Video, wo die Island Boys und ihre Jungs nach einer Schlägerei auf E-Rollern davonfahren und auf cool machen wollen. Vor ein paar Tagen bekam sogar einer der Island Boys in einem Livestream eine Backpfeife verpasst, weil er wieder mal frech wurde. Es gibt noch eine Menge Aktionen, die die beiden durchgezogen haben, aber ich denke, mehr muss ich nicht erzählen, um zu zeigen, wie weit die Island Boys gehen, um irgendwie relevant zu bleiben. Am schlimmsten finde ich, dass sehr viele Kinder unter den Zuschauern sind, die durch solche Aktionen ganz schnell fehlgeleitet werden können. Deswegen bin ich der Meinung, dass die Island Boys boykottiert werden müssen. Denn die beiden nehmen keine Rücksicht auf Ethik oder Moral und haben einfach nur eins im Sinn. Und zwar Geld, ganz egal wie. Naja, was sagt ihr zu dem ganzen kontroversen Thema? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Checkt auch gerne meine anderen Videos ab. Bleibt gesund und wir hören uns beim nächsten Video. Gerne.